Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Wither. Und wir haben hier unten eine Höhle, uns fehlt das Lapis nämlich noch für den, nicht unbedingt für den Verzauberungstisch, aber um verzaubern zu können. Und das ist jetzt unser nächstes großes Ziel, was wir erstmal in Angriff nehmen werden. Und hier haben wir auch noch Eisen. Eisen können wir nebenbei auch noch ein bisschen sammeln, so ein paar Ressourcen sind da sicherlich auch nie schlecht. Okay, eine Spinne. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, hier jetzt so zu stehen und mal so ein bisschen das ganze Zeug auszumisten. Eisenerz brauchen wir ganz gut, Netherstein vielleicht eher weniger, Netherquarz auch nicht so. Wir heben das wahrscheinlich unten gleich sowieso wieder auf, deswegen werfe ich jetzt einfach mal das weg und das weg und das weg und dann haben wir zumindest ein bisschen Platz, um wieder was aufzunehmen. Ja, und dann ist unser heutiges Ziel vor allem eben Lapis zu finden. Und dann nebenbei hier mit dem Eisen und was weiß ich, alles so ein bisschen zu leveln und mit Kohle vielleicht. Und dann können wir vielleicht gleichzeitig auf Level 30 kommen, gleichzeitig warten, bis das alles gewachsen ist und gleichzeitig dann eben auch noch Lapis finden. Genau, das könnte also eine doch recht produktive Folge werden, zumal wir sicherlich auch mit voller Eisenrüstung, also mit einer heilen Eisenrüstung gegen den Wither in den Kampf wollen und nicht mit unserer angeschlagenen, die wir jetzt haben. Von daher brauchen wir Ressourcen ja so oder so irgendwie. Ich hoffe nur, dass jetzt hier keine Creeper rumschleichen und uns gleich in die Luft jagen werden. Fände ich grundsätzlich nicht so gut. Deswegen, wenn ich mal ganz kurz sehr leise bin und lausche, was hier so abgeht, dann wisst ihr, dass ich lausche. Jetzt habe ich schon den Ende des Satzes vorweggenommen. Verdammt nochmal. Konzentration. Konzentration. Aber Kohle gibt nicht so viel Erfahrung, ne? Also da gibt es sicherlich effizientere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Redstone oder dann eben Quarz. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal so das Eisen, was es hier so gibt, zu holen. Oh, hi. Oh Gott, der kickt mich tatsächlich noch. Ich dachte eigentlich, oh je, wenn wir hier runtergefallen wären. Aua, aua, aua. Ich dachte eigentlich, ich bin weit genug weg, dass er mich nicht mehr kickt. Aber dem war scheinbar nicht so. So, ich würde ganz gerne das hier oben irgendwie möglichst so ein bisschen ausleuchten. Oh Gott, da unten ist auch noch ein Creeper. Den sehe ich jetzt erst. Haben wir ihn bekommen? Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ich bin ein bisschen, eventuell ein klein bisschen angespannt jetzt. Weiß auch nicht, woran das liegt. Okay, hier scheint eigentlich alles safe zu sein erstmal. Dann nehmen wir das Eisen auch noch mit. Okay, okay, okay. Eventuell brauchen wir ja auch noch einen Amboss, um uns ein Schärfeschwert oder sowas zu machen. Weiß man ja auch nicht so genau, was wir da noch alles vorhaben. Ich weiß das doch auch nicht, Leute. Ich würde ganz gerne gleich erstmal, also hier ausleuchten ist sowieso ganz gut, weil hier dann nichts mehr spawnt und nicht mehr runterfallen kann, wenn wir dann ganz unten in der Schlucht sind. Aber es sieht hier erstmal ganz gut aus, soweit. Gut. Da hinten ist Wasser, da können wir uns dann auch gleich reindroppen lassen. Dann wird aber erstmal das Chaos losgehen. Schlechthin. Außerdem würde ich ganz gerne hier rüber wollen. Hier gibt es noch ein paar Ressourcen. Ich hoffe halt einfach, dass da unten wirklich Lapis ist. Das würde uns einiges erleichtern wieder. Ist natürlich die Frage, ob das Lapis dann insgesamt ausreichen wird, was wir da finden. Aber Lapis gibt es ja doch recht immer. Doch recht oft, häufig immer. Oder viel. Aber hier war doch irgendwo Eisen, oder nicht? Auf der Seite habe ich doch gerade gesehen. Sind wir da noch nicht vorbeigelaufen, oder? Wie oder was? Ach, hier unten. Ah, okay. Alles klar. Das holen wir uns natürlich auch nochmal. So. So, give it to me. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt, wird mit dem Fragen beantworten vielleicht etwas schwieriger, weil ich konzentriert sein muss. So eine Schlucht kann sehr, sehr gefährlich enden, in der Theorie. Gut, dann lass uns mal hier nochmal hoch und dann gucken, ob hier noch irgendwie was kommt, was man braucht. Nee, hier haben wir schon Fackeln platziert. Hier sind wir reingekrochen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf die untere Ebene. Holy moly, aber zum Glück, sind das Diamanten? Nee. Zum Glück eher weniger Skelette. Weil die sind im Wasser nämlich doch ziemlich gefährlich. Okay. Gut, dann gehen wir runter. Ach du Scheiße, es sind echt nicht wenig. Und versuchen erstmal, hier hochzukommen. Weg von diesem Gemängel. Und das nehmen wir uns dann nach und nach vor, indem wir wissen, dass unser Rücken gedeckt ist. So, aber hier sieht es erstmal nicht gut nach Lapis aus. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Okay. Ich bin angespannt, man merkt es vielleicht. Man merkt es. Aber diese Monsterarmee, die da steht, die kann gefährlich werden.
Wenn wir nur ein Fehlerchen machen. Gerade im Wasser sind wir auch recht unbeweglich. Okay, solange die Skelette uns jetzt nicht in die Lava feuern oder so, kriege ich das, denke ich, mal hin. So. Ich befreie euch mal von euren Qualen. Ah ne, so ein bisschen Wasser ist da tatsächlich noch. Warte mal, da hinten ist so ein Skelett. Das würde ich erstmal ganz als allererstes haben wollen. Weil du bist gefährlich. Dann den Creeper. Okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Sehr, sehr viele Mobs. Und ohne Bogen. Schwierig. Wir müssten nur den einen Creeper da drin hochjagen. Oder das Skelett da so ein bisschen umherfeuern lassen. Komm, Creeper, geht hoch. Geht hoch, Creeper. Okay, jetzt. Vielleicht können wir ein bisschen... Nein, das Skelett trifft mich. Komm schon. Treff irgendeinen Creeper. Der soll sich dann hochjagen. Skelett, komm her. Okay, Creeper geht hoch. Geht doch hoch, Mann. Geht hoch. Sie gehen nicht hoch. Oder? Ah, jetzt sind sie explodiert. Okay. Nice, das wollte ich doch nur. Da ist noch einer. So ganz will er nicht hochgehen irgendwie. Aua. Da ist noch einer. Okay, 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 okay. So langsam haben wir das Ganze geklärt hier. Die Situation. Ah, da liegt irgendwas. Nur ein Stein, ne? Okay, gut. Dann mal eine Fackel setzen. Sehr schön. Okay, hier geht es auch noch mal ein bisschen weiter nach unten. Das Lapis. Hervorragend. Was das angeht... Oh, nur eins. Echt jetzt? Ich meine, das reicht zum Verzaubern. Ah, hier ist noch ein bisschen. Okay, danke. Danke, Gott. Danke. Ja, drei reichen schon mal für ein bisschen mehr Verzauberung. 21. Das wären 7 Level 3 Verzauberungen. Die möglich sind. Okay. Ah, verdammt. Wasser überall. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Mann! Jetzt. So, und jetzt noch hier unten. Okay. Wunderbar. Hier haben wir nochmal Gold. Und nochmal Eisen. Okay, das snacken wir uns auch noch. Aber das viel Lapis war jetzt hier nicht. Aber drei Erze reichen ja auch schon. Da kommt ja schon mal jede Menge bei raus. Gold haben wir dann auch wieder gefunden. Dann hoffe ich, dass oben das Zuckerrohr noch ein bisschen gewachsen ist. I hope so. Und vielleicht finden wir ja doch noch ein bisschen Lapis irgendwie. Notfalls können wir halt hier wieder in die Schlucht reingehen. Und dann von hier uns aus weiter graben. Da ging es ja auch noch nach unten da hinten irgendwo. Von daher, unmöglich ist nix. Unmöglich ist nix. Und genug für den Amboss kriegen wir hier vielleicht tatsächlich auch noch zusammen an Eisen. Wie viel haben wir jetzt aktuell so? 53. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das reicht schon aus. Wunderbar. Das heißt, an Ressourcen haben wir mittlerweile echt viel gefunden. Das ist sehr gut. Es hat sich da gelohnt, diese Schlucht zu erobern. Da ist nochmal Gold. OP-Goldapfel oder so werde ich natürlich nicht nehmen. Das wäre ein bisschen lame. Damit ist man ja ziemlich lange unsichtbar. Nicht unsichtbar, sondern unbesiegbar. So gut wie. Gerade gegen Mobs. Und nee, das muss dann nicht sein. Das ist dann ein bisschen zu easy. Wir wollen ja auch Spannung haben im Endmatch, ne? So, was ist jetzt hier unten? Da ist auch nochmal ein bisschen Action. Action, Schmäckchen. Will ich das ganze Eisen jetzt noch aufsammeln? Keine Ahnung. Eigentlich reicht das, was wir haben. Wobei, für Eisenschwerter wäre es vielleicht schon nicht schlecht, wenn wir da genug haben. Wenn wir da noch so einige... Wenn wir wieder auf Level 1 Eisenschwerter auf Schärfe verzaubern, die dann zusammenpacken, dann ist das relativ ressourcenlastig tatsächlich. Von daher ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir das, was wir zumindest hier rumliegen haben, mitnehmen. Und jetzt würde ich ganz gerne hier unten reingehen, aber das... Oh, der ist gerade ertrunken, oder? Der Creeper? Ich habe Angst, was mich da unten erwartet, wenn ich ehrlich bin. Lass uns mal da vielleicht ein bisschen anders reingraben. Hier, genau, hier geht's doch schon mal... Sind wir doch schon mal auf einer ganz guten Position. Und hier müsste es doch dann irgendwo reingehen, genau. So, dann möchte ich ganz gerne hier erstmal zumachen. Dann war hier das Skelett. Okay. Komm mal wieder her, dass ich dich treffen kann. Aber okay, es ist da hinten. Sollte man hinbekommen eigentlich. Ich habe nur... Man weiß nie, was einen dahinter noch alles so erwartet. Hier ist zum Beispiel ein Lavasee. Wasser und Skelette, das ist immer so eine wunderschöne Kombination. Ich mach mal hier zu. Gut. Okay, hier haben wir auch wieder nur Eisen. Bisschen Redstone.
Nichts Weltbewegendes. Jedenfalls kein Lapis. Davon hätte ich nämlich ganz gerne noch ein bisschen was. Wenn wir schon mal hier unten sind, würde ich davon ganz gerne noch was mitnehmen. Aber wenn es nichts gibt, dann gibt es halt nichts, ne? So. Oh, Enderman. Brauchen wir einen Enderman? Eigentlich nicht. Aber der macht mir trotzdem so ein bisschen... Ein bisschen Angst macht er mir schon. So, hier haben wir auch nichts weiter. Enderman sollten wir eigentlich auch easy peasy besiegt bekommen. Eigentlich schon. Wenn er jetzt hier nicht weggehen will, dann greifen wir ihn halt an. Komm nicht so nah! Okay, ge-one-hitted. Nice. Also nicht ge-one-hitted, aber get-ten-hearted. Get-ten-hearted. So, hier nehmen wir noch das Eisen mit und dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach oben. Sind wir lange genug hier unten oben gegurkt. Lapis haben wir gefunden. Ja, ja, ja. Sollten wir eigentlich alles dann soweit haben. Okay, wo kamen wir hierher? Hier, ne? Okay. Gut. Goody, gut, gut. Alles safe? Alles safe? Ich denke schon. Ah, hier ist noch ein Creeper gespawnt. Aber soll er machen. Soll er machen, Creeperino. Ich gehe da mal, ne? Ciao, ciao. Du warst leider ein bisschen zu spät. Wahrscheinlich steht jetzt gleich ein Skelett, kickt mich in den Creeper. Es wäre sehr traurig. Aber irgendwie auch witzig. So. Okay. Hier oben sind wir safe. Und dann ging es hier oben... Nee, warte. Auf der Seite, oder? Da oben ist das Loch, wo wir rein müssen. Okay. Dann mal hoch. Wird wieder nicht reichen. Dann haben wir halt noch ein bisschen Holz. Und dann geht's ab an die frische Luft. Oh ja, ich glaube, es ist dunkel, oder? Sieht eher nach bläulichem Licht hier gerade aus, ja. Haben wir das Bett? Ne, das Bett steht hier irgendwo. Ah, Creeper hier drin gespawnt, das finde ich nicht so geil. Das finde ich nicht so geil. Hi. Hi, hi. Okay, können wir jetzt schlafen, bitte? Ja, sehr gut. Okay, ich weiß nicht, ob das reicht, was jetzt hier an Zuckerrohr ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ob das genug ist oder zu wenig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich ernte hier erstmal zumindest die Dings. Ah, nicht alle eigentlich. So. Bap, 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 bap. Gib mir bloß nicht, dass da eins verloren geht von. Das wäre nicht so geil. Wir brauchen jedes Zuckerrohr, was wir kriegen können. Für unseren wunderschönen Enchantment Table. Wir hätten vielleicht auch ein Dorf suchen können, um da die Bücherei auszuplündern. Fällt mir mal auch gerade auf. Gerade wenn man Pferd und Sattel hat, wäre das natürlich eine Option gewesen. Wir haben jetzt 20. Wie viel brauchen wir? 120. Nee, dann... Ich denke mal 60 oder so haben wir jetzt hier vielleicht insgesamt. Keine Ahnung. Es wird, denke ich, noch nicht ganz reichen. Wird da gerade wer geportet oder macht das einfach nur so fröhliche Geräusche vor sich hin? Gut, dann hier noch hin. Okay, alles klar. So, dann haben wir die Farm hier nochmal ein bisschen vergrößert. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch abwarten und Tee trinken übrig. Oder wir würden Eisenschwerter schon mal verzaubern. Das könnten wir halt echt machen. Das wäre so eine Option, was man tun könnte. Dann packen wir erstmal das ganze Eisenerz hier rein. Wir brauchen dringend eine Kiste. Eine Doppelkiste, dass wir mal den ganzen Krempel da ablegen können. Und selbst wenn da was Brauchbares dabei ist, dann können wir es halt immer noch rausnehmen. Wie jetzt den Sattel. Das müssen wir nicht die ganze Zeit mit uns rumtragen. So, das ganze Essen hier zum Beispiel. Das brauchen wir doch alles nicht mehr. Ja, die Spitzhacke nehme ich vielleicht nochmal mit, so. Okay, Fackeln wären generell noch ganz cool eigentlich, ne? Wenn wir davon noch ein bisschen mehr hätten. Wie viele Fackeln sind hier noch drin? Ja, sollte reichen. Okay, gut. Dann mache ich mal hier noch ein paar Sticks, damit wir genug für Schwerter haben. Haben wir hier noch Eisen drin? Ne, haben wir natürlich nicht. Aber das reicht ja schon mal für zwei. Gut. Dann verzaubern wir die doch schon mal auf Schärfe nach Möglichkeit. Schärfe und Schärfe. Hervorragend. Dann müssen wir nachher auf unseren Amboss warten, um da unsere Schärfeschwerter zusammen zu mixen. Wir kennen das ja alles schon. Das haben wir in Minecraft Golden gemacht. Ich glaube in Rainbow auch und in Minecraft irgendwas sowieso. Von daher ist das halt das, was wir so tun müssen. Und ansonsten müssen wir jetzt hier warten, bis das Ganze gewachsen ist. Ich weiß halt echt nicht, wie viel das ist. Und müsste auch nochmal genau nachrechnen, wie viel wir tatsächlich brauchen. Aber ich würde einfach sagen, dass wir dann im nächsten Part einfach bis zum nächsten Part warten. Dann ist das Eisen geschmolzen, dann ist das hier fertig und dann
Können wir tatsächlich so langsam Richtung Nether marschieren, denke ich mal, dann mit unserem Plünderungsschwert. Vielleicht kommt da auch was Cooles noch drauf und wir brauchen die Eisenschwerter gar nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich werde mich jetzt hier ein bisschen AFK hinstellen und ansonsten mache ich nichts. Dann seht ihr auch nach wie vor alles, was passiert sozusagen, ne? Also bis dann. Ciao, ciao, Leute.